2020 war natürlich vor allen Dingen ein Jahr, das durch Corona geprägt war. Und ich glaube, die wichtigste Bilanz, die wir da ziehen können, ist, dass wir trotz dieser schwierigen Lage, trotz der Pandemie, als gesamte Gruppe auf Kurs geblieben sind. Wir waren uns wirklich gar nicht bewusst, ob das auch alles so funktioniert. Ob 1500 Leute, die dann von zu Hause arbeiten, noch ihrem Anspruch gerecht werden, den wir und den das Saarland an uns stellt, eine sichere Versorgung herzustellen. Und ich muss wirklich sagen, und da sind wir stolz drauf und dankbar, die Mannschaft hat sich super, super geschlagen. Wir haben weiterhin erneuerbare Anlagen an das Netz angeschlossen, gut 30 Megawatt. Wir haben weiterhin Kunden angeschlossen. Wir haben weiterhin die Digitalisierung des Landes vorangetrieben mit der VSE-Net und zuletzt jetzt auch mit der Energis. Also wir haben weiterhin dafür gesorgt, dass wir unsere Verantwortung als der zentrale Infrastrukturdienstleister dieses Landes, dass wir dieser Verantwortung auch nachgekommen sind. Wir haben im letzten Jahr etwa 50 Millionen Euro investiert und unsere Netze sind ja hier im Saarland und die wesentlichen Investitionen sind ja in das Netz gegangen und damit haben wir logischerweise das auch im Saarland investiert. Wichtig ist aber auch, dass wir versuchen, dass die Wertschöpfung maximal im Saarland bleibt. Wir wollen weiterhin unsere Erzeugungskapazität sowohl bei Wind als auch bei Sonne erweitern. Lademöglichkeiten für Elektromobilität wird einfach ein wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur sein. Und wir wollen dafür sorgen, dass der Kunde überall dort laden kann, wo er will, nämlich dort, wo sein Auto ist. Nachdem wir in den vergangenen Jahren im Rahmen von Ego Saar dafür gesorgt haben, dass im Saarland jeder mindestens 50 Megabit pro Sekunde hat, ist die nächste Stufe natürlich, dass die Haushalte auch Glasfaser ins Haus kriegen. Wir müssen natürlich berücksichtigen, dass wir an vielen Stellen von Gesetzen und Verordnungen abhängig sind, die in Brüssel oder in Berlin erstellt werden. Die Verzinsung, wie es so schön heißt, auf das Kapital, das Geld, das wir eingesetzt haben, die sinkt von Jahr zu Jahr, von Periode zu Periode, auf Basis einer Systematik, die sich die Bundesnetzagentur in ihre Bücher geschrieben hat. Und das finden wir in zwei Richtungen sehr bedenklich. Erstmal, wir haben auf anderer Basis investiert. Aber die Frage stellt sich auch, wie wollen wir denn in Zukunft investieren? Mit Blick auf das, was wir da an Geld noch verdienen können, wird es schwierig, die Energiewende wirklich zum Erfolg zu führen. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben, dass wir ein Wachstum wieder verzeichnen können. Wir werden nicht auf dem Niveau vor der Pandemie in den nächsten ein, zwei Jahren sein. Aber wenn wir das Virus einigermaßen durch Impfen in den Griff kriegen, dann können wir sagen, toi, 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 so mit einem blauen Auge sind wir durchgekommen.